Oh, servus, ich habe euch gar nicht gesehen. Ja, sorry, ich habe mich noch ein bisschen gestärkt mit Wasser und ja, habe noch ein bisschen hier gechillt auf dieser Bank. Und ja, also Bell wollte uns ja herausfordern. Tun mir den Gefallen und treffen wir sie einfach mal auf diesem Tor zur nächsten Route. So, dann hier geht's weiter. Jetzt werden wir hier auf unsere Karte schauen. Kann ich mal kurz zeigen. Dann geht es jetzt hier ab nach Norden. Nach Rayono City, was unser nächster Punkt auf unserer Reise ist. Oder wir könnten auch am alten Palast vorbeischauen. Auf jeden Fall wird die nächste Route etwas größer sein. Also da wird man wahrscheinlich ein paar Parts wieder damit verbringen, die Trainer zu bekämpfen. Und ja, und wie man hier auf der Karte sehen kann, ist es hier wüstig. Also echt komische Klimabedingungen. Hier ist alles Grünland, nur hier ist Wüste. Naja, gut. Jenseits von Route 4 liegt Rayono City. Ja, das haben wir gerade gesehen. Und da ist Bell. Hey Anka, du erinnerst dich doch noch an unseren Versprechen über den Visucaster, oder? Dann wollen wir mal fix einen Pokémon-Kampf austragen. Doch vorher schnell eine Sache. Wenn wir in der Nähe der Tore unsere Kämpfe bestreiten, müssen wir unbedingt aufpassen, die Leuchtschriftanzeigetafel nicht zu beschädigen. Ich bin nämlich auch nichts mehr so harmlos wie noch vor zu Beginn. Man darf mich keinesfalls unterschätzen. Also dann lass uns wieder ein Kämpfchen wagen. Okay, wenn du unbedingt verlieren willst, können wir es gerne machen. Ein Terrybug auf Level 18. Ob das unser Sonnian schafft? Ich weiß nicht so richtig. Ja gut, Angriff kannst du ruhig versenken, das ist in Ordnung. Ah, vor dem Bodycheck müssen wir aufpassen. Also komm, gehen wir mal eine Runde. Ey, ich habe gerade gesagt, vor dem Bodycheck müssen wir aufpassen. Komm, beruhig dich doch mal hier. Die Pokémon und ich gemeinsam sind wir stark geworden. Zeit zu heilen. Ja, schnüffel ruhig an meinem Pokémon, das ist ein Somniam. Sag Hallo, Somniam. Hallo! So, ja, jetzt haben wir wieder volle KP und dein Terrybug ist im Reich der Träume. Jetzt nutzen wir gleich die Gelegenheit und machen unser Pokémon defensiv ein bisschen stärker. Bevor wir hier in den Angriff übergehen. Ja, das ist so typisch. Warum wachen alle Gegner nach dem ersten Ding sofort wieder auf? So ein Mist. Okay, also gehen wir nochmal. Ja, Bodycheck macht nicht mehr so viel Schaden. Du sollst schlafen, meine Güte. Mondschein. Autschi. Er killt sich noch selber. Ich habe bisher noch keinen Angriff durchgeführt. Ich bin nur am tanken. Nochmal. Wir machen die KP wieder voll. Und nochmal ein Igler. Wir machen unser Pokémon zu einem Panzer. So, und jetzt wacht die wieder. Alter, die wachen nach zwei Runden wieder auf. Ich hatte noch gar keinen Fall, wo die länger als zwei Runden irgendwie gepennt haben. Was ist das? Nochmal. Ja, der killt sie noch selber. Ich muss gar nicht angreifen. Wie viel AP hat Bodycheck nochmal? Ich weiß es gar nicht. Oh, Biss ist natürlich eine andere Sache. Ey, warum hast du nicht gleich Biss benutzt? Böser Hund. Der hat zu viel Adrenalin, deswegen wacht er nach zwei Runden immer wieder auf. So. Ja, gut. Jetzt schläft er mal länger als zwei Runden.
Okay, jetzt ist unser Somniarch steinhart. Ja, so wie damals bei Art Attack, wenn man etwas mit diesem weißen Bastelkleber angemalt hat. Da sagt er auch immer, der Benny Weber oder wie der auch hieß. So, nachdem das getrocknet ist, ist euer Kunstwerk steinhart. Ja, woher soll ich das wissen? Ich hatte nie diesen scheiß weißen Bastelkleber. Den hatte niemand. Niemand hatte den. Ah, tschüss. Jetzt schreckt er auch noch zurück. Na, willst du nicht mehr mit Bodycheck angreifen? Bist du jetzt bissig geworden, was? Okay, Level 20. Das Evo-Serb. Achso, das ist die Entwicklung von ihrem Starter. Okay. Ja gut, aber er greift auch mit physischen Attacken, also Attacken, die berühren. Nahangriffe. Ich versuche mir die ganze Zeit umzugewöhnen, Nahangriff und Fernangriff zu sagen, statt physisch und, ne, und spezial, weil das ein bisschen komisch ist. Deswegen sage ich jetzt Nahangriff. Alter, obwohl wir unsere Verteidigung erhöht haben, jetzt ist unsere Genauigkeit gesenkt. Ey, was ist das? Autschi. Alter, wir haben unsere Verteidigung plus 6 erhöht und trotzdem so viel Schaden. Wow. Also Bell hat wirklich heftig trainiert. Oder ist Grasmixer eine Spezial... ein Fernangriff? Ja gut, Somnian, trotzdem, du hast dein Bestes gegeben. Dann... Ah, ich will jetzt nicht meinen Starter nochmal benutzen. Ja, Feuer regelt vieles. Es ist leider so. Ja. Sehr pflanzenreiche Stadt hier. Somniarch. Okay, Somniarch, da könnte man wieder was anderes benutzen. Nehmen wir mal Lil Minip. Okay, er warnt vor Zauberblatt. Ja, wir können zaubern. Das ist ein Zauber, Lil Mini. Pass auf. Okay, ja. Machen wir Steroide. Wir können ja unser Lil Mini sowieso auch wieder hochheilen. Also im Prinzip hat Lil Minip ungefähr die gleiche Strategie wie Somniarch. Wir schläfern unseren Gegnern ein, machen unser Pokémon stark und ownen alles weg. Bloß Lil Minip ist eher so der offensive Part. Nein, du musst wieder pennen. Hier, ab ins Reich der Träume mit dir. Du bist doch das Träumer-Pokémon, also passt doch. Studier mal deine Träume. Mach das mal. Während wir hier unser Pokémon lauter Spritzen rein initiieren, ja. Mittlerweile müsste es so krass gewachsen sein, dass es so groß ist wie dieser Wolkenkratzerturm hier. Der da. Der hier. Der da. Begrenzer bringt nichts. Ich habe keine Attacken, die du einsetzt. Weil mein eigenes Somniarch tot ist. Och nö. Okay, bevor ich schlafe, schläfe ich dich auch ein. Nein. Oh Mann, ey. Ich habe kein Glück hier in diesem Kampf, ich merk's schon. Freitag der 13. ist wieder da. Nee, jetzt nehme ich eine Maronbeere. Du kannst mich mal mit deinem Schlaf. Nein. Ich will noch angreifen, bevor ich hier jetzt schlafe, aber... Die sind echt alle auf Adrenalin. Also Schlaf ist, glaube ich, nicht so gut, ne? Also in der ersten Gen war die Schlafstrategie viel besser. In der fünften funktioniert das nicht mehr so gut. Alter, nach dem ersten Zug...
Ich hasse sowas. Wieso können die nicht länger pennen? Nach dem ersten Zug, ey, das sowas sollte verboten werden. Warum benutzt man überhaupt Schlaf? So, meine ist jetzt wahrscheinlich 5 Runden im Bereich der Träume. Und seine sofort nach dem ersten Zug wach. So. Jetzt schlafen beide. Ja, meine wacht zuerst auf, okay. Bäm. Sodamak. Okay, der Wasseraffe. Ja, mein Little Minip musste sowieso mal ein Bad nehmen. Danke. Danke, Bell. Stachelspore. Ist Stachelspore besser als Schlafpuder? Naja, bei dem, was wir jetzt erlebt haben, würde ich sagen, ja. Aber will ich Stachelspore anstelle von Schlafpuder haben? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Was ist besser? Schlafpuder oder Stachelspore? Naja, Stachelspore hat nur eine Genauigkeit von 75 und Schlafpuder eine Genauigkeit von 75 auch. Wobei Schlaf, glaube ich, besser ist als Paralyse. Also ich bleib dabei. Auch wenn wir gerade so ein Pech hatten. Bekannte Attacken behalten, ja. Ja. Ich habe verloren, obwohl ich mit Lilia trainiert habe. Ja, also, ja, aber das hat sich schon rentiert. Als Pokémon-Trainer mag ich wohl nie das Format von dir, Sharon oder Lilia erreichen. Aber seit ich meine Reise in Aventia angetreten habe, bin ich bereits so vielen Menschen begegnet und konnte mir jede Menge Gedanken darüber machen, was ich alles erreichen kann und will. Die Pokémon haben mir ganz viele neue Erfahrungen beschert. Als mir mein Pokémon weggenommen wurde, war das furchtbar schlimm für mich. Trotzdem bin ich sehr froh, die Reise angetreten zu haben. Mit meinem Pokémon zusammen zu sein, ist für mich einfach unheimlich wichtig. Nun ja, wir werden uns bestimmt bald wieder über den Weg laufen. Mach's gut, Janka. Ja, warum heißt du nicht gleich meine Pokémon? Nachdem wir jetzt hier... Jetzt muss ich wieder ins Pokémon Center zurücklaufen. Och, Mann. Gut, also ich schätze mal... Mit Route 4 liegt ein langer, sandiger und beschwerlicher Weg vor dir. Wenn du da wirklich durch willst, sei auf der Hut. Ja, das wird mal sein. Auch übrigens hier, der Abfalleim ist leer. Also ich gehe noch schnell zurück ins Pokémon Center, dann, halte ich schnell die Pokémon. So viel Zeit muss sein. Speed-Modus. Irgendwie hat die Musik im Speed-Modus schon etwas... Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Wir heilen sie und machen sie wieder fit. Okay. Jetzt sind wir gleich an der nächsten Route. Aus dem Weg, ich bin Arzt. Nein, eigentlich bin ich kein Arzt. Ich sag's einfach nur so. Okay, gut. Dann, ja. Beende ich diesen Part für heute und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, beim nächsten Mal, wenn wir dann in die Wüste geschickt werden. Das wird lustig. Also, bis dann, euer Janka. Ciao.